In der letzten Episode. Ja, und ich weiß, was ich vergessen habe. Ja, fällt mir gerade mal Siebteis ein. Und zwar hier folgendes. Hier steht jetzt eine 14. Errate mal, wieso da die 14 steht. Nicht eine 12. Weil in den zwei Hasenfallen auf der Haseninsel natürlich Hasen drin sind. Die sind wahrscheinlich schon längst wieder kaputt. Guck mal, wo der Hase hin ist. Hm. Hat gut funktioniert. Wo ich eigentlich die andere Falle hin? Naja, hier. Ja. Hast du echt Hunger? Jetzt, okay. Du brauchst jetzt eine komplette Müffellinie, na gut. Wir haben mal getroffen, hey. Aus 3 Meter Entfernung. Ist ja schon eine coole Gegend. Wenn man nur ein Kanu hätte. Ein Kanu Reeves. Okay. So funktioniert das nicht, na gut. So geht's weiter. Right now. Und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus. In der Folge 205. Ja, wir sind in dem verlassenen Aussichtsturm. So nennt sich das Ding hier. Huch, ruckelt die Ruck. Was ruckelt hier später? Ich muss die Maus ein bisschen langsamer machen, sonst kriegt ihr wahrscheinlich einen Drehwurm. Ja, die sieht inzwischen sehr sauber aus. Den Stuhl hier haben wir weggenommen. Um zu gucken, ob auch wirklich nichts drunter ist. Extrem kalt, aber auch extrem schön. Ja. Windschatten. Na gut. Es ist schon Mittag. Bist du Gamer oder was? Ah ja, es wird neblig. Hey, das ist ja geil. Dann hat sich das mit der Schönheit auch gleich wieder gegeben. Okay, heute wollen wir absteigen. Das können wir auch im dichten Nebel. Seil hängt, Gott sei Dank. Ja, ist ja nicht so sicher. So, wir nehmen hier auch gleich alles mit, was auf dieser Ebene ist. Genau. Natürlich die Leiche lassen wir hier. Ich sag mal so, selber schuld. Echt, das heißt, hier gibt's eine Leiche und eins weiter unten gibt's auch eine. Echt, zwei Bartflechten. Ja, da kommt man natürlich schon sehr weit. Selber schuld. So. Dann heißt es weiter hinab. Ja, man musste also tatsächlich das Seil immer hier am Turm anbringen, was man findet. Schnell umgedreht. So, wie viele Hütten haben wir? 2. Das ist ja schon mal besser als nix. So, wir waren hier noch nicht oder wir haben hier noch nicht markiert. Gibt hier 2 Möglichkeiten hier. So, ablegen. Genau. So, Nummer 1. Machen wir gleich die 2 da auch schon. So. Da wolltest du gerade anfangen zu schlottern. Hm? Ah ja. Hm, Holz, theoretisch. Ja, was weiß ich. Ich lasse es einfach. Eine neue Wollmütze. 96%. Ja, ich habe so langsam die Vermutung, dass die Sachen im Interloper nicht verfallen. So schnell, sondern dass die mit so einfach so schlechten Zustand schon gespawnt sind. Tja. Hallo? Na gut. Ja. Sonst sehe ich hier nichts. Ja, Hinterland hatte irgendwie in ihrem letzten Death Diary geschrieben bezüglich der Episode 3. Ich hatte ja gehofft, die kommt in meinem Urlaub raus, aber dem ist nicht so. Mein Urlaub ist nämlich fast schon wieder vorbei. Wahrscheinlich nicht, meine Gute, wahrscheinlich nicht. Ja, hier ist einfach nur noch eine Kiste und das war's dann. Die ist wahrscheinlich leer. So. Gut, dann hätten wir das schon mal fertig. Ja, die Karte bringt natürlich schon sehr viel. Wieso haben wir jetzt 100? Ich glaube, das ist von dem Stuhl, den wir zerlegt haben. Ja, okay. Dann heißt es jetzt... Oh, echt? So gut ist der noch.
Komm, nimm die da auseinander. Der hat sowieso keine Wirkung mehr. Das bringt nicht viel. Ich will nur mal gerade gucken, was mit dem Nebel ist. Tja, wir warten mal ganz kurz. Kann nämlich sein, dass er kommt. Oder die Kälte geht. Die Kälte kommt. Die Temperatur geht. Na gut, wir warten mal eine Stunde. Besser so. Naja, das habe ich mir nämlich vermutet, deswegen bin ich nicht losgestiefelt. Das war jetzt innerhalb kürzester Zeit gekommen und vielleicht kommen wir ja heute noch weg. Mhm. Gut. Achso, du hast Durst. Ja, wir haben jetzt zwei Routen und ich gehe die obere. Ja, die untere würde zu der Holzverladestelle führen. Mit dem Wolf haben wir ja in der letzten Folge gerungen dort. Aber ich weiß nicht, ob er eventuell schon wieder da ist. Aus dem Grund gehe ich lieber oben lang. Wobei, da kommst... Nee, warte mal, wo kommen wir hier raus? Kommen wir da nicht auf beiden Seiten an der Holzverladestelle? Ja, wahrscheinlich schon. Gut, dann lassen wir das. Oder nicht, oder wie, oder was. Egal. Also, diese Pfeilschüsse, das ist echt eine Katastrophe, alter Schwede. Ich weiß nicht mehr, wer es von euch war. Irgendjemand hat geschrieben... Nee, das geht zum Dorf zurück. Ja, ich gehe die nur noch so selten, diese Wege, weil in den schwierigeren Schwierigkeitsgraden sind die nämlich nicht immer so geil. Naja, irgendjemand hatte geschrieben, dass die nach rechts ziehen. Und ich habe das beim Editieren auch gesehen, dass der Pfeil im Prinzip rechts vom Bogen fliegt. Ich weiß nicht, wieso was funktionieren kann. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber Hinterland wird das schon wissen, warum die das so machen. Die werden wahrscheinlich sogar eine ganz gute Begründung haben dafür. Was aber letzten Endes bedeutet, du musst eher mit dem, ja, ich habe keine Ahnung, mit dem Bogen auf das Objekt zielen, das du treffen willst. Das ist ja wahrscheinlich völliger Blödsinn. Sollen wir das mitnehmen? Wahrscheinlich ja, hier brauchen wir es nicht mehr. Nix da, hier wird nichts getroppt. Ja. Gut. Haben wir hier drin eigentlich noch was in der Hütte liegen? Ich will gerade mal ins Journal gucken. Ja, schon. Därme und eine Rehhaut. Dann holen wir das gerade mal mit. Der Wolf sollte ja immer noch weg sein. Und ich müsste dann auch mal nach den Hasen gucken. Das mache ich aber dann natürlich drinnen. Ja. Ruhig hier. Hier ist sogar noch ein Stück Fleisch. Na gut. Gut, okay. Also, nee, Journal wollte ich. Wie sieht denn das aus bezüglich der Hasen? Oh ja, beide fallen voll. Krass. Alter Schwede. Ne, wir haben das mitgenommen, wir haben es noch nicht ausgetragen. Ah ja, das ist ja schön. Na, hervorragend. Gut, dann ist es jetzt sauber. Gut, das heißt, wir müssen mal zu der Haseninsel rauf. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal leicht machen. Während im Hintergrund mein Jammerlappen herumläuft. Damit meine ich meinen Kater. Ja, seitdem ich Urlaub habe, ist der zum Jammerlappen geworden. Ich weiß auch nicht. Den ganzen Tag. Der ist auch nicht so... Die meisten Katzen schlafen ja immer sehr, sehr viel. Er nicht. Er ist eigentlich immer aktiv. Ich weiß nicht, wann dieser Kater schläft. Der ist auch nachts aktiv. Also selbst wenn die Menschen eigentlich dann schlafen gehen... Dann höre ich den Kater immer noch rumoren. Der rennt durch die Gegend. Scharrt am Futternapf. Ein hyperaktiver Kater, alter Schwede. Naja, da taucht sie auf die Hütte. Ja, da werden wir erstmal die ganzen Stöcke ablegen. Rechte Hand hört man krähen, das könnte von dem Wolf sein. Nee, ist es nicht. Es ist die Leiche bei der Brücke. Es gibt
gibt hier keine Wolfsleichen. Oder Kadaver oder was auch immer. Naja, draußen mal wieder irgendwie Tatütata. Hat man auch letztens gehabt. Ist hier irgendwie im Nachbarhaus anscheinend ein krasser Notfall gewesen. Da kam dann gleich ein Hubschrauber sogar. Musste erstmal gucken, wo er landet. Das heißt, er ist auch dann direkt übers Haus geflogen. Das ist ziemlich geil, wenn du direkt unterm Dach wohnst und im Tiefflug ein Hubschrauber drüber fliegt. Da schläft keiner mehr. Ja, wir müssen uns erstmal aufwärmen. Das machen wir auch gleich. Wir sind auch gleich da. Das Rennen, das werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen aufsparen, weil wir, wenn wir von der Haseninsel kommen mit zwei Hasen, das ist für alle hier interessant. So. Gut. Funktioniert. So, zumindest mal das geheilt. Echt? Die Papierschnipsel nehmen ab? Das ist ja interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Papierschnipsel auch schlecht werden. Na gut. Ja, die Maus, die rutscht halt immer noch. So, rin mit dir. Genau zum richtigen Zeitpunkt. So, jetzt sind wir warm. Ja, das ist doch schön, oder? Und das Katzenfutter. Ja, Koch Level 5, das wär's halt noch. Da sind wir noch ein bisschen entfernt. Da werden auch die zwei Hasen nicht reichen, natürlich nicht. Warum sie immer so weit einen Schritt raus macht, wenn sie rausgeht, das muss mir auch jemand erklären. Na gut. Ja, das Fleisch abkochen, ich weiß noch nicht, wann wir das schaffen. Keine Ahnung. Sekunde mal. So. Ja, meine Frau ist auf der Arbeit, das heißt, sie hat sehr viel Zeit, mir SMS'en zu schicken. Nee, keine Ahnung, ich weiß ja nämlich nicht, was los ist, deswegen muss ich dann das nochmal checken. Wenn ich so eine Aufnahmesession mache, das dauert ja dann doch eine Weile, da geht ein bisschen Zeit vorbei. Und, weiß ja nicht, ob irgendwas Wichtiges ist. Also nicht notfallmäßig, da würdet ihr wahrscheinlich anrufen. Aber trotzdem. Ja, und in dem Moment, das Schöne ist, in dem Moment, wo mein Urlaub vorbeigeht, endet dann auch die Hitzeperiode. So zum Kotzen. Bist du zu Hause, bist unterm Dach und hast halt die ganze Zeit... Ich meine, ich habe überall mal Fenster offen. Jetzt natürlich nicht beim Aufnehmen, das ist ja klar. Sonst hört man die ganzen Flugzeuge, die hier drüber fliegen. Das ist nicht so geil. Und dann wird es ja auch nur so warm, wie es draußen ist. Also das geht dann schon. Es wird da nicht wärmer drin. Man muss halt nur darauf achten, dass man halt entsprechend die... halt lüftet, damit es nicht zu heiß wird. Naja, sei es wie sei, das ist mir einfach zu warm. Hier habe ich jetzt irgendwie keine Wölfe gesehen. Von hier antwortet auch kein Wolf, aber das heißt ja nichts. Ja, das sind nur die 4, 5 Wölfe da drüben und der eine Hirsch, der da neu gespawnt ist. Und die 2 Wölfe hier, die auch neu gespawnt sind. Ja, dreh dich nicht um. Hatten wir ja erst vor einer Weile den Folgennamen. Und das nervt mich sehr an diesem Spiel. Das nervt mich wirklich extrem. Ich kann gar nicht sagen, wie mich das nervt. Das ist so eine dieser Systematiken, die so richtig ultra nervtötend sind. So überhaupt so dermaßen unnütz. Ja, ach so, ja, wegen Episode 3. Da war ja was. So, wir nehmen die natürlich am Stück mit, auch wenn wir damit ein bisschen riechen. Ja, sie haben ja... Also der Rafa von Lerup hat nochmal einen Milton
Ne, nicht in Milton Maybrick, sondern Death Diary. Geschrieben und im Prinzip sitzt das Ganze im. Also im Großen und Ganzen sitzt es und naja. Sie sind halt jetzt sozusagen am Testen. Und zwar nicht nur auf Bug-Testing, sondern ob das halt vom Storyfluss auch Sinn macht oder ob man da vielleicht nochmal Sachen umschreiben muss. Also es ist wohl auch nicht so unüblich, so hat er das zumindest durchklingen lassen, dass es durchaus auch vorkommen kann, dass Passagen nochmal umgeschrieben werden müssen von der Reihenfolge. Zu Deutsch, das Ding ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Das wird noch dauern. Also das heißt, so meine Einschätzung, das ist, wenn wir das Richtung Weihnachten bekommen, ist das wahrscheinlich schon halbwegs realistisch. Keine Ahnung. Also das ist schon sehr, sehr schräg, muss man wirklich sagen. Weil Redux kam ja, glaube ich, im Sommer letzten. War das Sommer letzten? Nee, das war auch zu Weihnachten, stimmt. Das kam, glaube ich, um Weihnachten. Irgendwie kurz vor Weihnachten kam es, glaube ich, raus. Und, das heißt, sie hätten dann quasi. Also, sie sind jetzt auch schon wieder 8 Monate unterwegs. Wir haben die Wölfe nicht dabei. Pro Hase eine Müffellinie. Mhm. Ja, ich bezweifle, dass das heute noch aufklärt. Ja, so. Wir stellen die mal raus, damit wir sie erstmal los sind. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Das dauert ja auch ein bisschen. Gut, jetzt ist es eh zu spät. Achso. Ja, mach erstmal das fertig. Das ist ja, uiuiui, anderthalber. Das war ja schon ein Bröckelchen. Gut. Ja, es ist dunkel. So, besser. Okay. Darm. Die 2 Hasenfelle. Komm, Maus. Ja. Das Lustige ist, wenn ich die Maus hier bewege, also wenn ich hier die Maus so ziehe, so, in diesem Bereich, wenn ich das so mache, ist es so. Und das ist in jedem Spiel so. In jedem Spiel ist die Maus im Menü viel langsamer als im Spiel. Warum? Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus? Komm, trink mal was. Ja, das gibt ein Blizzard, das ist ganz klar. Aber wir sind noch nicht wirklich müde. Mhm. Naja, gibt es anscheinend doch nicht. Es reicht ja auch so von der Kälte. Das ist übrigens immer eine große Freude, sowas zusammenzuschneiden. dieses Warten und haben wir eigentlich überhaupt was? Ach, wir hätten Fisch essen können. Naja, juhu. Jetzt ist es natürlich zu dunkel. Ja, dann gibt die Salzkräger her. Dann essen wir die. Nee, noch nicht trinken. Erstmal warten wollte ich. Ah, jetzt haben wir sogar Aurora. Das ist ja schön. Gut, dann kann ich auch das Licht wieder ausmachen. Genau. So, jetzt funzelt es hier auch. Mhm. Genau. Salzkriegerin. Und Wasser hinterher. Und ich würde mal sagen, was kriegst du denn dafür? 9 Stunden nur. Na ja, gut. Na gut, das hat ja eh gereicht. Also von daher. Das passt ja. So, nimm nochmal ein Wasser mit. Ich schaue erstmal, was das Wetter macht. Das hört sich ja nicht so gut an. Oh, I need to find food. Es ist sehr kalt, aber der Wind weht in die richtige Richtung. Weil ich möchte ja einen Ort der Trostlosigkeit. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das heißt, wir nehmen die 2 Pfeile noch mit. Ja, wir werden die brauchen. Davon geht ja, wir müssen sowieso erstmal umräumen. Ich schmeiße es jetzt auch erstmal nur hier rein, das Zeug. Mir kommt jetzt erstmal nicht so sehr auf die Ordnung im Generellen an, sondern erstmal nur, dass wir halt die Sachen richtig sortieren. Wir werden das mitnehmen müssen, weil da kommen wir nicht drum rum. Ja, ja, du kriegst gleich was zu essen. Messer, Beil, das passt. Dann lasse ich den Wetzstein hier. Oh, der Bogen sieht aber nicht mehr so gut aus. Ja, ich denke, das passt. Okay. Wasser und Kaffee und Tee.
Die bleiben da, die Handschuhe, die brauchen wir nicht. Tuch tauschen wir mal. Medizin. Medizin sind 5 Anwendungen, das passt. Und Holz werden wir einfach auf dem Weg wieder zusammensammeln. Genau, so, trinken. Nein, nicht trinken, wir wollten erst essen. Sonst läuft ja, das ganze Wasser müsste man auch mal abkochen. Okay. Okay, ist jetzt ein bisschen heller geworden, ist es weiterhin genauso windig. So, dann essen wir erstmal. Gut, Wasser. Dann sind wir da gesättelt. Tja, jetzt heißt es halt erstmal gehen. Das Wetterchen. Boah, guckt euch mal, wie schnell die Temperatur sinkt. Minus 44 Grad. Hilfe. Ja, der Hirsch ist wieder neu gespawnt, nachdem ich mich wieder umgedreht habe, Idiot. Naja, genau. Ich hätte ja gern, dass du schneller rennst, aber irgendwie willst du nicht. Das Lustige ist, die Hasen und so weiter, das wird alles angezeigt. Nur die Wölfe und so weiter nicht. Warum man sowas macht, das ist mir völlig schleierhaft. Ja, ich hab's verstanden. Wir werden jetzt erstmal hier einkehren, eine Stunde warten und dann halt wahrscheinlich rüber zum Haus des Einsiedlers sprinten. Wahrscheinlich wird bis dann der Wind gedreht. Wow, ein garstiges Wetter. Ja, wir hatten ja also anscheinend den gestrigen Vormittag relativ viel Sonne. Aber das, ja. Haben wir ja gepennt. Uff. 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 Ne, das ist es. Wir nehmen dann schon den Ausgang. Okay, dann warte mal eine Weile. So, es hört sich nicht wirklich besser an. Okay, es ist genau dasselbe Wetter. Es sind 4 Grad wärmer geworden. Das ist natürlich schon echt krass. Dann rennen wir. Nicht gucken, Mädel, so viel Zeit haben wir nicht. Eieiei. Tja, meine Gute. So ist es halt an der Küste. Also wenn das mit Episode 4 und 5 dann auch so lange dauert, dann muss ich mal gucken, ob ich das doch vor meiner Rente schaffe. Ist ja nicht mehr so extrem lang hin. Oh Mann. Beziehungsweise ob die das überhaupt selber schaffen. Ich meine, sie haben ja gesagt, dass da auch einige Veteranen... Ja. ...unter ihren Entwicklern und so sind. Es deutet ja dann schon auch darauf hin, dass es nicht die Jüngsten sind. Oh, das war aber Timing jetzt, meine Gute. Okay. Ja, du kannst ihn wieder wegnehmen.
Oder beziehungsweise wir lassen ihn erstmal nochmal trinken. Wieso rennst du eigentlich so langsam? Echt, 27 Kilo haben wir dabei. Oje, oje. Okay, der Wind hat abgenommen. Echt, du kommst ja nicht. Doch, kommst du. Also ich wollte gerade sagen, wenn du da jetzt nicht hochkommst, deine Füße nicht heben kannst, dann ist jetzt aber auch wirklich Ende Gelände hier. Muss man dann schon sagen. Okay, das heißt, es sind nochmal 10 Grad wärmer geworden. Ja, das ist halt der Wind. Du kannst da, kannst halt nicht sehr viel blocken. Ich würde ja gerne auf die Seite irgendwie runter. Ja, 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 ja. Mal ein bisschen in Serpentinen laufen, dann geht das auch. Ja, die Häuser sind hier, glaube ich, immer kaputt. Im Interloper. Das musste ich schon schmerzhaft erfahren. Ja, ich hoffe ja, dass Hinterlanden dann nicht hier Telltale einen auf Telltale Games macht. Dass sie da so lange für alles brauchen, dass ihnen irgendwie zwischenzeitlich dann das Geld ausgeht. Weil das Gefühl habe ich halt schon ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von den Verkäufen... Naja, schön, da ist ein Wolf. Dass das von den Verkäufen da reicht. Dass man das... Ich meine, wann haben die das Spiel rausgebracht? 2013? 12? Ich meine, klar, sie verkaufen immer noch, aber halt, ich wette, das Maximum ist schon lange passé. Das ist schon lange durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ah ja, da vorne sind noch Ahornschösslinge. Vielleicht sollten wir die mitnehmen. Ja, das gibt jetzt einen kleinen Temperaturhit. Weil der Bogen ist ja auch nicht mehr so prickelnd dabei. Da brauchen wir zwar immer noch zwei Därme, aber das kriegt man hin. In Ort der Trostlosigkeit liegen ja schon ein paar Hirsche herum. In der Zwischenregion auch. Ja. Diesmal haben wir es nicht geschafft. Hier gibt es halt keine Häuser. Ja, es soll ja anscheinend auch ein Sandbox abgeben. Sandbox-Update dann geben mit den der Episode 3. Er hat aber noch nicht gesagt, was es da gibt. Was sie da einführen. Wahrscheinlich diese blauen Magnesiumfackeln und die Timberwölfe. Auf die freue ich mich ja ganz besonders. Ah ja, da müssen wir wenigstens nichts mitschleppen. Gar nichts. Ja, und ich habe nochmal gezählt auf diesem Screenshot, den sie da geteilt haben, sind sagenhafte 11 Wölfe zu sehen. Das ist schon ein bisschen exzessiv, vor allem wenn man sich vorstellt, Wölfe leben eigentlich nicht in der Ebene, wo nichts ist. Wölfe leben gewöhnlich eigentlich eher da, wo sie ja auch tendenziell Futter finden. Normalfall. So, dann gucken wir mal, ob wir hier durchkommen. Naja. Gut. Ich wette, die Wölfe sehen uns schon. Wobei sie das ja eigentlich auch nicht dürften. Hm.
Uah. Jetzt habe ich mich so erschreckt, dass ich nicht mehr gesehen habe, in welche Richtung ich eigentlich gucke. Naja, kommt noch. Also ein bisschen nach rechts. Ah ja, tatsächlich, hey! Ist Kleidung, Penner. Viel Spaß noch. Man muss tatsächlich nach rechts. Ich fasse es nicht. Ja, ich hab's ein bisschen laut auf dem Ohr. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Das erschreckt mich etwas zu sehr. Ja, der ist ja auch direkt hier herumgestromert, natürlich. Verlassene Haresheimstätte hier. Haben aber nicht so viel verloren. Ich habe ja vorsichtshalber das Hasenfell mitgenommen. Mal gucken, ob uns das hilft. Hier ist auch ein Zettel drin, naja. Interesting. Und sogar was zu essen. Okay. Dass wir sogar noch essen können. Ja, Notiz, mir egal. Gut, wir müssen erstmal hier hinein. Okay, die Hälfte haben wir schon geschafft. Vorne liegt wieder ein Lernbuch. Das könnte sogar Kochen sein. Dann würde man damit tatsächlich auf Level 5 kommen mit dem Buch. Weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man dann noch ein bisschen was kochen. Ja, den Wolf lasse ich jetzt auch, weil ihr seht ja, es ist so eisig kalt. Da müsstest du wieder 200 Stöcke reinknallen, habe ich jetzt auch keinen Bock dazu. Ich will eigentlich nur diese Region ja auch queren. Und wenn man ihn nicht anrührt, dann, naja gut, wir werden dann wahrscheinlich im Ort der Trostlosigkeit, sofern wir es hinschaffen, ja wahrscheinlich auch ein Weilchen bleiben, schätze ich mal. Das kommt dann in der nächsten Folge. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.